Ja, du, es gibt Leute, die können sich's leisten, das ist schon so. Sag mal, haben wir eigentlich Glowstone? Nee. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir mal noch hin. Wie mache ich denn MyPad? Ach hier. Hast du noch so Steine? Ich habe jetzt gerade keine mehr. Die halben. Ja, ich bringe gleich welche hoch, nachdem ich das Loch von Simon zugemacht Ah, habe. warte, ich habe die komplette Steine habe ich mitgenommen. Fuck you, Pegger, fuck. Ja, und der lässt es offen. Ja. Ich muss mir Füllmaterial holen. Ja, das Loch der Verdammnis, ne? Okay, warte, ich habe noch mal ein paar halbe Nicht hergestellt. töten, nicht töten, nicht töten. Ja! Woo! Ich wollte. Shadow! Was Shadow? Ne, Glowstone haben wir wirklich nicht. Eine Höhlenspinne? Ja. Die kommt da Alter, nicht mal runter. Die ist ein Ja. bisschen nervös, ne? Aber das ist eigentlich eine Nein, Höhlenspinne. Du müsstest eigentlich einmal eins Loch. die Kudalf! Fick dich, scheiß Huhn. Die passt nur durch ein kleineres Loch halt durch so, Durch ein einmal eins, ja. Nee, durch den Spalt hier, weißt du, wie hier unten runter, da passt sie durch. Nein, nie im Leben. Einen halben Block nicht. Doch. Nein. Wette? Nein, die passt da niemals durch. Sonst würde sie ja unten durchgehen und nicht oben drüber. Ja, warum sollte sie undurchgehen? Oben drüber ist ja einfacher für sie. Die kommt nicht durch ein 2x2, durch einen halben Block, die kommt durch ein 1x1-Loch, kommt die durch. Sonst baue sie Ich, mal achso. kurz ein. Baue sie mal kurz ein und ich gehe mal weg. Mal gucken, ob sie durchs Loch durchkommt. Ah, jetzt mach die Achso. Butze mal zu. Ja, warte. Okay. Guck mal. Machen wir Nee, den anderen mal noch weg? guck, sie Warte mal, bleibt warte mal. Achso, stecken. warte mal. Warte mal, komm mal dichter ran, bitte. Genau. Nee, auch nicht. Warte mal, Ich ich bin der pull. Meinung, die passt Warte da mal, ich erstmal pull sie durch. nochmal. So. Den Ausdruck habe ich auch seit einer. Nee, die TP, ich wetten jetzt gleich zu mir. Aber durch das Loch kommt sie. Ja, einmal Ja. eins Loch. Ja, sagte ich doch. Komisch. Okay. Ha, und Okay. wieder ist ein Minecraft-Mysterium wie das letzte mit dem Zuckerrohr bestätigt worden von Dr. Pegger Oetker. Dr. Packard, gell? Und sonst muss man sich halt noch ein bisschen mehr platt drücken, dann. Ja, wir haben ja drauf hauen, dann passt es auch durch. Genau. Ja, oder drauf sitzen. Einfach mal die Spinne geil reiten. Oh. So, reicht das schon von der Größe her, denkst du? Sieht schon ziemlich heimlich aus, das Ding. Bö, So. Ich höre hier Monster. Alter, sind das viele. Was brauchst du denn da, Pekka? Ich guck wegen Kellerfenster. Aha. Also meinst du richtig in den Keller runter? Jein, weil der Keller ist ja da hinten in die Richtung. Aber so optisch, dass es halt optisch so eine Art Kellerfenster ist. Man kann ja so einen Vorkeller machen, dass man quasi erst in diesen Halb, in dieses Halbgeschoss kommt und dann runter zu den Truhen halt nochmal eine Treppe runtergeht. Dass wir da unten zum Beispiel unsere Gotcha-Bahn haben oder so, wo wir da wieder ein Spielchen machen mit der Wolle übers Eis, weißt Wolle, Wolle, Wolle. du? Mhm. Wolle Rose kaufen.
Wolle kaufen. Wolle Rose kaufen? Hoppla, du standest im Weg. Na, ich hab kein Holz mehr. Ich schon, warte. Hier. Benutz doch mal deinen Kopfpegger. Oh, warte, das war das Ganze. Egal. Ah, das war voll geil, doppeldeutig. Ich hab zwar noch, warte. Hier. Bip, bip, bim. Mal gucken, ob's reicht, bim, nicht, dass wir da bim, zu viele halbe haben. Kann ich was bauen? Mir ist gerade voll langweilig. Ja, natürlich. Frage ist, wie habt ihr jetzt, darf ich ja, das da. Holz setzen? Dankeschön. Einfach außen rum. Oder, ach, das ist dann der Boden. Das ist der Boden dann, ja. Okay, verstehe. Ja, dann können wir endlich mal alle Truhen nach unten verfrachten, dann passt das schon. Das sind doch schon noch nicht. Und ich bin dafür, dass wir uns eine Kellertreppe aus Obsidian machen, einfach aus... Damit wir ja Stufen springen müssen. Damit ja niemand mehr verunglückt da. Ja, und am besten gleich die ganze Treppe bis ganz nach unten aus Obsidian. Genau. Dann ich denke mal, Haus und fällst du da auf und ich denke mal, der Gag, der ist durch. Da muss man schon mit was Neuem kommen, dass das witzig ist. Hast du noch Steinziegeltreppen? Achso, Treppen. Wir wollten Treppen drüber machen, ne? Ja. Also zwei. Wollten wir das oder? Ah, nur ja, zwei Stück. Überhaupt nur nicht. Beim Fenster, oder? Oder wo wollt ihr die drüber machen? Überall? Hm. Warte, wir gucken mal. Ich baue mal ein paar. Tristan? Ich dachte jetzt ja. Überall. Ich baue mal ein paar, um zu gucken. Warte mal, so. Wow, da ist noch eine halbe Slabs drin. Nanu? Nanu, fliegende Rehe? Du hast den Moment gesetzt hier. Ich dachte genau, Nanu, fliegende Rehe? Da ist ein Loch in der Wand. So. Ihr habt das aus Fichtenholz gemacht, ne? Die ja, Schichtenholz. Schichtenholz. Nanu, fliegende Rehe? Ich musste echt gerade an das denken, ey. Machen wir eine Tür, oder? Boah, warum mache ich denn so viele Half-Slabs? So viel brauche ich doch nicht. Ja, du, meine Boden, Fresse. Der Boden braucht noch ein bisschen was, ne? Ja, die brauche ich auch nicht mehr. Da kannst du gegensetzen. Ja, ich habe nur noch eine Treppe. So. Wollen wir in der Ecke irgendwie so säulenartig irgendwas machen? Statt um der Ecke rum so. Ja. Oder wir können da einfach. Sollen wir da einfach eine ganze hinklatschen? Einen ganzen Block? Einfach einen normalen ganzen Block? So? Oder sieht das kacke aus irgendwie von wegen... Ich weiß gar nicht, wo ist denn die... Simon, hast du die Werkbank in der Tasche? Ja, musste ich da mal kurz rausnehmen. Ich kann die natürlich gerne wieder hinsetzen. Ja, und danke. Noch Slash Unlock, oder kannst du die benutzen? Nee, die kann man so nehmen. Gut. Ja... Die Truhe lasse ich mal noch da. Bring nee, am Ende das Zeug runter. Holz oder sowas vielleicht noch einbauen oder irgendein anderes Material als Eckpfeile. Könnte man machen. Aber du meinst jetzt dann komplett hoch den ganzen, das ganze Stockwerk auch? Ja, um das zu stützen. Also eben, ne? Zum Beispiel dann so. Ja, so eine Art, ja. Vielleicht sogar den unteren noch wegnehmen und den unteren mit. Ersetzen durch das Material. Achso, durch den die Ziegel? Frage ist, ja, ich habe Ziegel. Also, ich meine, du willst ihn durch einen Ziegel ersetzen, also einen normalen Ziegelblock, nein, durch, oder? Nein, durch diesen hier. Also, weiß ich nicht, wie gesagt, das war als Extra. Ah, den ganz unteren. Ja, dass wir komplett halt vom Fußboden aus hochgehen. Quasi, warte mal. Das könnte man machen. Ich würde sagen, ja. Zum Beispiel.
Wir müssen auf jeden Fall noch eine Season dann Sand holen gehen. Aber willst du wirklich Holz irgendwie? Ich weiß nicht, was für Material wir nehmen könnten da. Wir können auch mit Diorit oder Ardeit oder sowas arbeiten. Ich würde jetzt einfach nicht den Stein gerade abbauen, weil er dann wieder zu Dings wird. Ja, scheißegal, dann bauen wir den Ofen, ist doch egal. Aber, Freunde, ne? Wir müssen dann irgendwann mal noch in der Season Sand holen und ich weiß, wo die Sandwüste ist, und zwar am Ende der Farmwelt, irgendwo ganz am Rand außen, und wir müssen über Wasser, das heißt, wir brauchen ein Bötchen. Bötchen fahren? Ja, Bötchen fahren in der Season, ist doch voll geil. Oder ich gehe kurz Sand holen, dann in der nächsten Aufnahmesession, dann sehen mal die Leute was anderes als nur immer hier der Platz, dann gehen wir zusammen auf Expeditionsreise, Freunde. Ich habe gesagt, ich brauche nie im Leben so viele Half-Slabs und jetzt sehe ich, dass ich fast zu wenig habe. Wir können theoretischerweise wieder sowas hier nehmen. Als Ecke. Das könnten wir auch. Ja, sieht auch sieht oder auch geil aus. Oder eine ganz andere Farbe, wenn wir so ein Rot nehmen wollen. Was haben wir denn? Ist das schon der polierte? Nee. Das ist der polierte, genau. Ich poliere dir gleich auch was. Ich poliere dir gleich die Fresse, du! Wer hat noch poliere dir gleich was! Wer mehr weiß? Was, wer mehr weiß? Wer mir scheißegal, oder? Warte mal, ich leg das mal kurz da rein. Dann hätten wir hier noch den roten. Und den roten habe ich mir gerade genommen. Total gut. Den weißen. So, That's interesting. Kommen wir da von der Höhe überhaupt? So. Ah ja. Warte mal, ich komm mal. Boah, du kommst. Ja, der Eingang kommt nur woanders hin. Der ist dann nicht so. Wir hätten, wie gesagt, das hätten wir noch. Das wäre der polierte, ne? Ja, genau. Aber das ist von der Struktur her kacke. Oder eben so. Das wäre ein rotes. Also das rote, das letzte finde ich gar nicht mal so schlecht. Nee. Ich weiß gar nicht. Warte mal ganz kurz. Habe ich, Suspect. Man fragt sich, ob wir die wirklich nur als Soll nehmen oder ob das irgendwie dann kacke aussieht. Dass wir nur die Ecken dafür nehmen fürs Haus oder was? Naja, gut, ich meine, du hast ja auch Flohseile drin, oder nicht? Ja, klar. Das in der Mitte sieht natürlich aus wie eine Säule irgendwie. Auf jeden, ja. Von der Struktur her. Das hat irgendwie Tempelartiges, das würde, weiß ich nicht. Meinst du, würde am besten passen? Warte mal, wir können ja mal einfach mal die Ecke gerade drin lassen. Lass doch mal kurz die Ecke hier nehmen. Wir machen einmal hier zum Beispiel mal rot. Das wäre die rote Ecke. So, und dann sagen wir mal den, dann nehmen wir den. So, und dann, wo sind die Stufen? Dort, so. So, guck mal, dann kannst du jetzt hier die Ecken beide vergleichen, wie die aussehen würden. Warte mal, ich geh mal kurz hoch. Hab ich noch. So, Okay, also mit dem Stein gefällt mir doch der dunklere. So, das wäre jetzt besser aus. Die Wandkombi. Der dunklere sieht besser aus, finde ich doch. Oder? Wir hatten hier unten bitte schon die Werkbahn abgebaut, die mal hier in der Ecke stand. Ja, das ist die, mit der wir arbeiten gerade momentan. Ich kann sagen, die haben wir hier oben. Ach so, ich habe noch mal eine hingesetzt. In der Truhe war nämlich noch mal eine. Ja, okay, gut. So, Mach mal den roten weg und mach die weiße Säule hin. Die weiße Säule, warte mal. Erstmal das Loch füllen hier mit Kies, damit hier wirklich auch keiner mehr den Scherz erlauben kann. Habe ich doch zugemacht schon mit Kies. Das Ganze? Ja. Sehr das wäre die weiße Säule. Sieht halt doch schon geil aus. Ja. Oder halt eben, wir sagen, du nimmst jetzt mal doch das hier unten so hin und fängst oben an mit der Säule. Dass du die Steine als Unterkonstruktion komplett lässt. Au! Hey, du hast da einen Pfeil im Fuß. Ja, der kommt von hier hinten. Von hinten, du! Hau ab da, du Affe! Oh, ich hab die Fackel abgebaut. Da fackelst du nicht lange, ne? Boah, der Flache, Alter.
Ah, ich glaube, Half-Slabs kommen hier nicht gut. Aber. Nee, ich würde die Säule wahrscheinlich schon bis ganz nach unten ziehen. Sieht wahrscheinlich schon besser aus. Ja. Wie gesagt, die Frage ist eben, was für Material. Oder denkst du nicht? Ach komm, wir lassen das mal so. Wir machen mal die Säule nicht ganz nach unten. Können das dann am Schluss noch irgendwie nachbauen. Man aber die Helle finde ich am besten. Die Helle findest du am besten? Heller von Sinn? Nee, heller von Wand. Heller von Wand, okay. Allerdings her, von der Wand her. Stone bleiben oder willst du denn was anderes nehmen? Dass du diese Bricks nimmst. Wir hätten ja sonst noch, was ein bisschen aufwendiger wäre, mit den Steinziegeln. Das wäre dann was roteres. Ansonsten treppenmäßig ist ja bloß Holz, ne? Das sind ja Steinziegel. Das würden Nether Bricks nehmen. Das wäre dann ganz schön dunkel, das Haus. Ja. Ich würde aber sagen, wir machen da mal die Schicht bis hierhin so. Ja. Und dann gucken wir mal weiter, wenn wir da mal eine Runde geschafft haben dann. Okay. Also erstmal einmal die Treppen raufziehen und dann. Und dann noch einen Block drauf. Und dann einen Block drauf. Und dann mal weiter gucken dann, ja. Okay. Dann machen wir erstmal die Treppen komplett ringsrum. Dann können wir die Ecken rausschlagen nachher. Da wird der Statiker ja kein Problem mit haben, glaube ich. Ja, ich denke nicht, ja. Okay. Hast du ein paar Treppen auf Vorrat gerade, oder? Nee, ich habe die gerade leer gemacht, aber ich kann dir gleich welche mitmachen, wenn du möchtest. Ist halt schon recht. Warum weiß ich auch nicht. Ne? Bei den halben kriegst du genau doppelt so viel. Und bei den Treppen gehen irgendwie welche verloren. Ja, guck mal, hier hast du mal einen Stack. Aber du hast gerade einen Stack. Hab ich dir gerade dahingeschmissen. Oh, nicht schlecht. Jo, das reicht für ein paar Meter. Ja, ich habe jetzt auch nochmal 40 Stück. Da sollten wir die Runde, denke ich, mit rumkommen. Ja, sollten wir über die Runden kommen, so. Kohle! Unter unserer Treppe liegt Kohle. Nicht schlecht. Hat's Kohle da? Ja. Ich glaube nicht gerade durch den ganzen YouTube Keller. YouTube-Money? YouTube-Money, ja. Im Keller haben wir YouTube-Money, genau. Ach so, vergiss nicht ATS, ne? Runterzuladen, Pegger. Ja, gar nicht. Ich hab's heute schon runtergeladen und schon mal einen Stream davon gemacht. Was? Ja. Ich denke, du wolltest ihn nicht spoilern lassen. Ja! Ich hab's genau gesehen. Ah, ich hab mal kurz angezockt. Ich hab kurz reingeguckt. Ich hab vier Fahrten habe ich gemacht. Und wie ist? Ja, eigentlich dasselbe, aber das Geile ist, es gibt so viel Polizeipräsenz, immer wenn du gerade irgendwie was überschreitest, eine Geschwindigkeit oder weiß ich was, dann fangen die Lichter des Polizeiautos an zu blinken, ne, halt American Style rot blau und dann macht's wie 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 und dann macht tschick tschick. Echt? Ja, ist voll geil. Lol. Also echt cool gemacht. Ja. Du hast bei den American Trucks ja vorne so eine lange Motorhaube. Ja. Das ist voll anders, den Hoppla. Irgendwie um eine Kurve zu zirkeln, als mit einem Euro Truck, wo du ja vorne einfach nur flach hast. Was naja, ist das, richtig, meine? Richtig. Ich finde das sowieso mit den Haubern, finde ich das sehr geil. Mich hätte es aber genervt, im Singleplayer hatte ich meinen Scania auf American Style gehabt. Dass sie sowas nicht online reinkriegen, weiß ich nicht. Das ist ja. So, Freunde. Traurig. Wir sind leider schon am Ende der Aufnahme. Ist es schon wieder soweit? Es ist wieder soweit. Ja. Ach, du Kacke, ey. Die Zeit rennt auf wie Sau, ey. Die wenn rennt richtig hart. Bist. Ja. So, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.